Wir haben uns daran gewöhnt, so ein bisschen unsere Streitkräfte ausschließlich als Akteure bei Kriseneinsätzen im Ausland oder bei der Amtshilfe, Corona, Hochwasser, Waldbrände wahrzunehmen. Aber diese Zeit ist vorbei. Mit Blick auf die Bundeswehr stehen Landes- und Bündnisverteidigung künftig an erster Stelle unserer Prioritätenliste. Kerngeschäft ist wieder Kerngeschäft. Wir Europäer und damit ganz prominent wir Deutschen müssen also mehr tun, um selbst glaubhaft so viel militärische Stärke zeigen zu können, dass andere Mächte gar nicht erst auf die Idee kommen, uns anzugreifen. Wenn die Zeitenwende nachhaltig sein soll, wenn die Zukunftsaufgabe Sicherheit gelingen soll, dann werden wir auch noch mehr für Verteidigung ausgeben müssen. Und das ist dann ganz konkretes Geld, keine abstrakten Größen. Und ich kann diese Erkenntnis niemandem ersparen. Und die Richtschnur dabei ist klar. Wir haben uns in der NATO zu 2% verpflichtet.